Was hast du denn jetzt schon wieder? Na, was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Er kann was erleben. Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerenöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl! Dieser Halunke. Hey, kann ich mitnehmen? Nur eins. Hier. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Ah. Und ich weiß, wer ein Funkgerät hat. Dafür hassen. Mal wieder. Crane! Crane! Was ist? Du, ich hab hier noch was gefunden. Ein letztes. Nein! Kleines. Sag es nicht. Memo. Ich brauche ein... Funkgerät? Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Oha. Das ist ja wohl die Höhe. Mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Dem eigenen Sohn. Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Cool, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Also, du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Den werde ich sowas von in die Panade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Lieber nicht. Es reicht schon, dass eine Goal auf diesen miesen Betrüger hereingefallen ist. Okay. Hallo? Paps? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Suff. Geh einfach aus der Leitung, okay? Du störst, wie schon damals. Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Ey,
kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja, eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltierromantik oder Menschenromantik? Es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Du siehst aus wie ein Schnabeltier? Oh oh. Ah! Geht's? Was? Hey, warte! Ich... Du hattest recht, Rufus. Segel ist ein Idiot. Es war sehr nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Zerebralpygmäe. Nur ohne Streifen. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur dass du über echtes Rückgrat verfügst und nicht so verweichlicht bist. Stimmt, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Okay, das heißt, wir müssen jetzt allerletzt Baby Go überzeugen. Ja, das machen wir nicht. Machen wir nicht mehr heute. Da war ich wohl wieder mal kurz weg. Habe ich was verpasst? Nicht wirklich. Wie schön. Okay. Genau, also, wir müssen jetzt, glaube ich, die letzte überzeugen, also die Baby Goal. Und die Baby Goal müssen wir bei der Gruppierung mitmachen. Um bei der Gruppierung mitzumachen, brauchen wir diese Schnick-Schnack-Schnuck-Hand. Diese Schnick-Schnack-Schnuck-Hand kriegen wir nur, wenn wir bei denen mit beitreten. Das heißt, wir müssen die Donner überzeugen. Bei mir ist das so. Ja, ist immer alles ein bisschen nervig. Erst recht, wenn es dann wieder nicht so funktioniert wie Müll. Autokorrektur, du hast meinen Song zerstört. Durch. Round Baby Right. You spin my head right round, baby. Ich kann den Text nicht ganz. Dürft mir da nicht böse sein. Das ist kein Lied, was ich alltäglich höre. So. Wir müssen in das U-Boot. Und in dem U-Boot müssen wir jetzt die Donner überzeugen. Donner? Donner. Innen. Das letzte Mal nicht gecheckt, aber das, ich glaube, das war ein Minigame. Ich glaube, ich muss schaffen, dass sie versehentlich das sagt, was wir wollen. Nein, nicht überspringen. Was zum... Siehst du, was ich sehe, Donna? Offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau, das war auch mein Gedanke. Sag mir endlich, was dieses Zwinkern bedeutet. Rate doch mal. Dass ich begnadigt werde? Wie jetzt?
Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Und ich dachte schon. Gnade! Genau. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Okay, Donner ist ganz Ohr. Ich weiß nicht, warum die Rede. Ich glaube, die hat einen Knacks weg. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Nur zu. Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Donner sagt nein. Wie jetzt? Eine Begnadigung? Hä? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Ha, sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Hab ich das letzte Mal nicht hinbekommen? Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Wie zur Hölle habe ich das jetzt hinbekommen? Das letzte Mal habe ich das nicht geschafft. Da wollten sie mich jedes Mal reinwerfen. Hä? Wir haben die Hand. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Ja, eigentlich. Ja gut, für Rufus gehört alles ihm. Dann müssen wir hier wieder rein und dann außen. Dann müssen wir jetzt mit dem einen reden und gegen den spielen. Aber jetzt haben wir ja die Turnierhand. Darf ich nochmal stören? Ja. Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Okay. Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Hä? Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Ich bin bereit. Na dann, hoch die Finger. Schnick, schnuck, schnuck. Ich... Was? Hä? Mist, der ist ja fest. Wie? Das sollte reichen. Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Nein, das geht nicht. Ich... Aber... Okay, ich muss kurz die Anleitung. Also... Papier schlägt Stein, Stein schlägt Schere, Schere schlägt, egal, es klingt auf jeden Fall einfach. Dumm ist nur, dass Rufus die Finger der fremden Turnierhand nicht beugen kann. So hat er zunächst kaum eine Wahl, das gezeigte Symbol hängt einzig von der Anzahl der Finger ab. Eine intakte Hand zeigt automatisch Papier, fehlen zwei Finger, zeigt sie immer Schere und eine Hand ohne Finger wird als Stein interpretiert. Erst wenn Rufus erste Finger verloren und zurückgewonnen hat, kann er diese nach Belieben an seiner Hand befestigen und wieder entfernen, um eine Auswahl zu treffen. Ah, okay. Heißt, jetzt haben wir zumindest schon mal zwei. Nochmal verlieren sollte ich halt nicht, ne? Hallo, Roggi. Verdammt. Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Ja, habe ich die jetzt gewonnen oder nicht?
Nein, das geht nicht. Mist, der ist ja fest. Hä? Dachte ich, gewinne jetzt zwei. Ja, frag mich nicht. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Wo kriege ich dann auch mal Finger von dem? Diesmal habe ich was für dich, das du nicht erwartest. Pat, noch eine Runde? Was? Ich verstehe es nicht. Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Krieg ich dann auch mal hier Finger oder was? Oder muss ich nochmal zinken? Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was zum... Du hast gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So. Ich hab nochmal keine Ahnung. Bist du bereit für den Showdown? Echt? Okay, wenn er immer Schere... Wenn er immer Schere nimmt. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Er hätte 4 zur Auswahl, das heißt, wir könnten Schere machen. Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Der nimmt wirklich nur Schere, oder? Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Er hat nur noch 2. Das heißt, er kann nur noch Schere machen. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Und jetzt brauchen wir Papier, weil jetzt hat er ja Stein, oder? Unmöglich. Du. Das war so einfach. Ich hab's die ganze Zeit nicht geblickt. Ich sag es immer wieder. Leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt. Aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich's nochmal hören? Verrat es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Ja, geht mir genauso. Also das war ja jetzt mal übel abgefuckt. Also, au. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Okay. Es ist vollbracht. Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Oh je. Aber hey, stopp. Mist. Okay. Brickgasse. Wetten, er hat es jetzt wieder vergessen. Oh. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ich weiß, ich habe da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Das war so klar. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen.